Es gibt verschiedene Bewegungen, die man, also die so ein Schema repräsentieren, weil Musik auch ein Schema folgt. Und die Musiker wissen, wie lange die Takte sind, also diese kleine Einheit, die in dem ein Stück aufgebaut wird. Und zum Beispiel, wenn ein Stück in 4/4 gebaut ist, also jeder Takt hat 4 Noten, die jeder 1/4 Wert haben, dann macht man so ein Schema. Also man zeigt 4 Punkte, 1, 2, 3, 4. Und zum Beispiel, wenn diese Punkte 3 sind, dann haben wir 1, 2, 3. Und 2 ist es 1 und 2. Und zum Beispiel hier war das 2. 1, 2, 1, 2. Und dann dieses Schema kann man modifizieren, um verschiedene Ausdrücke zu zeigen. Aber was passiert denn, wenn du so ganz streng guckst oder so? Das sieht sehr gewalttätig aus. Was passiert denn da eigentlich? Ja, dann muss man hören, wie das klingen soll. Dass ich will einfach suggerieren, wie sie das spielen müssen. Oder ich will auch korrigieren, wie das gerade gespielt haben und wie das nächste rauskommen soll. Manchmal steht doch auch auf den Notenblättern Piano drauf. Ja. Was heißt das, dass dann ein Klavierspieler anfangen soll zu spielen? Nein. Nein, Piano heißt leise. Piano heißt leise? Ja. Aha. Aber ich kenne das mal schon. Piano heißt leise. Und du arbeitest ja an der Staatsoper. Also ich habe neulich einen kleinen Vertrag als Pianistin für das Open Studio von der Staatsoper. Das heißt, es ist dieser Teil, der sich um junge Sänger kümmert. Die jungen Sänger singen auch in Produktionen von der Staatsoper und haben auch eigene Sache, und ich begleite die Probe, wo es kein Orchester gibt. Also ich spiele praktisch das Orchester im Keller. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Klavier und einem Flügel? Ja, schon. Also ich zeig mal hier. Was ist denn das hier zum Beispiel? Das ist ein Klavier. Das ist ein Klavier? Ja, das ist es, ja. Boah. Ist das hier auch ein Klavier? Ja. Nein, das ist ein Klavinora. Ja. Das ist ein E-Piano. Ein E-Piano, ich habe das falsche Wort ausgesucht. Ich habe jetzt leider kein Bild von einem Flügel da. Was ist denn ein Flügel dann? Ein Flügel ist etwas, das ungefähr so aussieht, hat aber Seite, und die Seite liegen waagerecht. In einem Klavier liegen sie senkrecht. Habt ihr es verstanden? Ja. Aber der hat jetzt keine Seite. Also kann man denn sagen, dass ein Flügel oben so ein Ding hat, was aussieht wie ein Flügel, um sich das so zu merken? Ja, natürlich. Also wenn ein Flügel aufgeht, dann sieht das wie ein Flügel aus. Du bist an der Staatsoper. Ist das eigentlich was Besonderes, an der Staatsoper dort spielen zu können? Ich hoffe, ja. Also für mich ist das sehr besonders. Ich habe das nicht erwartet. Wie viele Opern gibt es denn zum Beispiel in Rom? Eine. In Rom gibt es eine. Wie viele Opern gibt es, weiß nicht, in Istanbul? Eine. Ich hoffe, eine. Eine wahrscheinlich auch. Wie viele gibt es in Teheran? Wahrscheinlich auch nur eine. In Berlin gibt es mehr als eine. Ja, viel mehr als eine. Weiß jemand, wie viele Opern es in Berlin gibt? Sag mir mal bitte. 13? Ja, könnte fast hinhauen. 10. 10 sagst du, ja? 11. 11? Okay. Dafür, dass es in Rom, wo das ja alles herkommt, gerade mal eine Oper gibt, ist das natürlich sehr viel. Wenn wir hier 13 hätten, dann 10. 3 sagst du, die richtige Antwort? Also ich, er sagt 2. 1. Ich kenne gut 4, aber vielleicht gibt es noch, also es gibt auf jeden Fall mehr Orte, mehr als 4 Orte, wo man Oper spielt. Ich kenne nur 4, wo das regelmäßig passiert. Welche sind das? Also die Staatsoper unter den Linden und die Deutsche Oper, dann die Komische Oper und die Neuköllner Oper. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich noch andere. Ja. Also man sagt, glaube ich, allgemein, dass es in Berlin 3 große Opernhäuser gibt. Ja, 3. Die sind größer auf jeden Fall, ja. Diese 3 Opernhäuser sind einmal, wisst ihr das? Deutsche Oper. Die Deutsche Oper. Dann gibt es zweitens
die Staatsoper unter den Linden und drittens Neukölln. Die Neuköllner Oper würde ich nicht gleich an dritter Stelle nennen. Wie bitte? Die komische Oper, ja, richtig. Super, wow, wisst ihr das? Ah, ihr habt zugehört. Ja, sehr, das ist vollkommen richtig. Daniela, kannst du uns bitte erklären, warum du dich überhaupt für Klassikmusik interessierst? Also zu Klassik kann man ja nicht tanzen, oder doch? Also man kann auf jeden Fall jetzt nicht so wie Justin Timberlake so abgehen. Nein, vielleicht nicht. Also woher kommt das? Warum interessierst du dich so für diese Musik? Die Musik, die ist ja auch schon so alt. Und also die Komponisten und die Werke, die ihr nachspielt, die sind ja auch schon alle hunderte von Jahren alt. Es ist ja da kaum was Neues, sage ich mal, da. Ja. Also was findest du so schön an dieser Musik? Ich finde, erstmal interessiere mich auch für die andere Musik, also für Popmusik und so. Das mache ich beruflich und das andere ist meine Unterhaltung sozusagen. Ja. Das heißt nicht, dass die moderne Musik mir nicht gefällt. Aber was ich mag an klassischer Musik und eigentlich mehr an Oper, ist, dass sie immer eine Geschichte erzählen. Also diese Musik erzählt eine Geschichte, eine lange Geschichte. Es ist nicht so kurz wie ein Popsong oder so. Und diese Geschichte hat meiner Meinung nach viel mehr Ausdrücke als ein einzelner Song. Und noch dazu gibt es das Interpretatorische dran. Also die Beethoven-Sinfonien zum Beispiel werden immer wieder gespielt und die klingen immer anders. Ein Lied, also ein Popsong, das wir im Internet kaufen können oder von einer CD brennen oder sowas, das wird einmal interpretiert und wenn andere Leute das singen, ist nicht mehr original sozusagen. Oder Beethovens Sinfonie ist immer geschrieben, aber wir haben keine Aufnahme von Beethoven. So, wir versuchen immer den Text neu zu entdecken und zu interpretieren und da klingt das jedes Mal anders. Ja. Das ist, was mir gefällt. In einem Orchester spielen ja auch so viele Leute teilweise. Wie viele Leute sind denn in einem so Standardorchester, sag ich mal? Und das ist sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, was man spielt. Zum Beispiel viele, das, was du da spielst, wie viele sind da gerade im Orchester? Ich glaube, sie waren so zwischen 50 und 60. Zwischen 50 und 60? Ja. Das ist ja wie eine kleine Firma. Ist es? Ja. Also, was heißt klein? Eine mittelständische Firma schon. Okay. Und als Dirigentin bist du dann die Chefin von diesen 50, 60 Leuten? Kann man das so sagen? Naja, du bist die das koordiniert. Ah, die müssen schon auf dich hören? Ja, also die sollten hoffentlich, ja. Und gibt es Leute, die nicht auf dich hören, wenn du zum Beispiel sagst, so ein bisschen leiser? Und gibt ja, es Leute, das die dann, gibt es. Ja. Was machst du dann? Den wirfst du dann den Stock? Ich versuche netterweise noch einmal zu fragen. Oder hängt davon ab, manchmal ignoriert man das einfach und man geht weiter. Es ist besser, sich nicht zu streiten. Ja, aber ich glaube, es kommt sehr, sehr selten vor, dass man deine Anweisungen ignoriert als Dirigentin. In der Regel hört man schon auf den Dirigenten, was der sagt. Man sollte. Es kann aber auch sein, dass der Dirigent nicht so wirklich recht hat. Oder, ja. Also wenn der Dirigent das verlangt, was in der Partitur steht, in den Noten steht, dann ist schon üblich, dass man das dann wirklich macht.